Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Eine dreistellige Zahl ist Vielfaches von 2, von 3 und von 7. Außerdem sind ihre erste Ziffer und ihre letzte Ziffer gleich. Frage, welche ist diese Zahl? Bereiten wir solch eine Tabelle vor. Die erste Ziffer ist dieselbe wie die letzte Ziffer. Und jetzt schauen wir einfach, welche Zahl in Frage kommt. Diese Ziffern können nicht 0 sein, denn dann ist es keine dreistellige Zahl. Also können wir diese Möglichkeit ausschließen. Die Ziffer kann auch nicht 1 sein, sonst wäre die Zahl ja nicht teilbar durch 2. Diese 1 können wir also ebenfalls ausschließen. Jetzt schauen wir, wenn 100er Ziffer und einer Ziffer 2 sind. Das könnte eventuell funktionieren, denn die Zahl wird teilbar durch 2 sein. Schauen wir die mittlere Ziffer. Wenn das 0 ist, dann ist die gesamte Zahl nicht teilbar durch 3, weil die Quersumme 4 nicht teilbar durch 3 ist. Die 0 kann es also nicht sein. Dann schauen wir, wenn die mittlere Ziffer 1 ist. Dann ist diese Zahl nicht teilbar durch 3, weil die Quersumme 5 es nicht ist. Also kann das nicht 1 sein. Wenn es 2 ist, dann ist diese Zahl teilbar durch 2, so wie auch durch 3, denn die Quersumme 6 ist ja auch teilbar durch 3. Aber 222 ist nicht teilbar durch 7, also kann in der Mitte keine 2 stehen. Dann versuchen wir die 3. Die Quersumme dieser Zahl ist nicht teilbar durch 3, also ist die Zahl auch nicht teilbar durch 3. Deshalb kann die Zehnerziffer nicht 3 sein. Dann versuchen wir 4. Die Quersumme ist 8, nicht teilbar durch 3, also ist die Zahl nicht teilbar durch 3. Deshalb kann es nicht die 4 sein. Dann schauen wir die 5. Diese Zahl ist teilbar durch 2. Die Quersumme ist 9, also teilbar durch 3. Und 252 ist auch teilbar durch 7. 252 geteilt durch 7, das macht 36. Also haben wir die Zahl schon gefunden. Wir tragen sie hier oben ein. Die gemeinte Zahl ist 252 und deshalb ist diese Zahl die Endantwort auf die gestellte Frage. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.